Bei mir jetzt Ramon Mörl, Geschäftsführer der IT Watch GmbH. Ja, Herr Mörl, was ist denn die IT Watch GmbH? Was machen Sie? Wir sind Hersteller von Cybersecurity-Software, die unsere Kunden vor Angriffen aus dem Internet oder auch intern aus dem Unternehmen beschützt. Okay, alles klar. Gibt es da irgendwie eine spezielle Richtung der Angriffe, was das sein kann, oder ist das erstmal alles, was es irgendwie gibt? Also prinzipiell ist es so, historisch bedingt schützen wir unsere Kunden vor Datendiebstahl. Mhm. Der Datendiebstahl kann von außen, zum Beispiel über illegale Downloads, die dann Schadcode in den Systemen implementieren und die Daten erspähen und rausschicken, passieren. Oder es können auch Innentäter sein. Wir hatten das jetzt vor 2 Jahren mal, da kommt ein Mittelständler zu uns und sagt, ich glaube, mein Vertriebsmann, der klaut mir meine Kunden. Könnt ihr da irgendwie mir Beweismaterial liefern, wer wann welche Daten aus meinem Unternehmen, die mir gehören, mit nach draußen nimmt? Und da können wir ihm helfen. Okay, ist ja auch eigentlich ein seltener Fall, aber das gibt's ja, soll es ja wohl auch geben dann scheinbar. Ja, wenn wir uns an Snowden erinnern, dann wäre es ja für die NSA auch ganz hilfreich gewesen, wenn die eben nicht alle Daten mit nach außen gegeben hätten. Ja? Stimmt allerdings, alles klar. Haben Sie irgendwas zum Veranschaulichen, wie das Programm quasi arbeitet? Mal also was ich Ihnen jetzt zeigen könnte, ist eine Datenschleuse mit Datenwäsche. Mhm. Das ist eine sehr seltene Produkteigenschaft, weil die Welt glaubt, dass man Daten anschauen kann und entlang dem Anschauen erkennen kann, ob es gute oder schlechte Daten sind. Mhm. Wir wissen leider, dass das nicht so einfach ist. Okay. Also man kann sich jetzt nicht aufs Netz hängen und sagen, das ist ein gutes Bit, das ist ein schlechtes Bit, das tun wir weg. Sondern man muss verstehen, wie der Kontext ist, in dem diese ganzen Bits über die Leitung gehen. Was wir tun ist, jetzt in diesem Beispiel, wir schauen uns Dateien an und wir stellen bei diesen Dateien fest, ob ausführbarer Code in diesen Dateien ist. Und dann können wir diesen ausführbaren Code sicher aus den Dateien rausnehmen, sodass der Anwender das gleiche Look and Feel hat, als würde er das Originalobjekt anschauen, aber es ist alles draußen, was schädlich sein könnte. Okay, weil ich kenne es ja selbst von zu Hause, sage ich jetzt mal, wenn ich ein Antivirenprogramm habe, dann wird mir hinterher angezeigt, wenn er durchgelaufen ist, diese und diese und diese Datei könnte eventuell bedrohlich sein, aber mir wird ja dann empfohlen, sie sofort zu löschen oder in Quarantäne zu stecken. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Ihr Programm reinigt die einzelne Datei quasi von dem schädlichen Code. Exakt, exakt. Und es ist eben nicht so, dass es unbedingt schädlicher Code sein muss, ja, weil jede Kundenumgebung ist anders. Es gibt Kundenumgebungen, die sagen, wir wollen, dass bei uns nur Code ausgeführt wird, den wir mit der Softwareverteilung selber verteilt haben. Das heißt, wenn da ein Word-Dokument reinkommt und da sind 7 Makros drin, dann sagt er, 3 von den Makros, die will ich haben, die kenne ich, also ein sogenanntes Whitelisting. Ja. Und er kann sagen, aber alles andere muss weg. Okay. Und das ist eben das, was wir mit Datenwäsche machen, dass wir dem Kunden anbieten können, es kommen alle Makros raus, alles was eingebettet ist, kommt alles raus und am Ende vom Tag kriegt er nur quasi ein buntes Bildchen, wo genauso ausschaut wie die Word-Datei, aber es ist nichts mehr drin. Oder wir können eben sagen, ja, deine 3 Makros bleiben drin und es ist dann nachher auch noch eine Word-Datei, aber alles andere an Code, an Makros, an JavaScript ist rausgeschmissen. Okay, alles klar. Und das können Sie mir jetzt mal demonstrieren. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Also wir haben uns hier bemüht, dass wir ein einfaches Interface haben. Ja. Wir haben hier großflächig, das ist ein Kiosk-Modus für die Datenwäsche. Hier unten steht, wählen Sie eine Datenquelle. Jetzt sieht man hier links, welche Datenquellen freigeschalten sind. Also ich kann hier vom Smartphone kommen, ich kann hier von der E-Mail kommen, aus dem Netz, von der CD oder über Bluetooth. Wir wählen jetzt mal, weil das eigentlich das Probateste ist, den USB-Stick aus. Ja. Wir sagen also jetzt hier, wir wählen hier den USB-Stick aus und dann sagt er, tu mir mal so einen USB-Datenträger bereitstellen, dann stecken wir den hier ein. Und dann sehen wir jetzt quasi die Daten, die auf diesem Datenträger drauf sind. Hier unten steht wieder, was müssen wir tun. Jetzt sollen wir ein Datenziel auswählen. Jetzt sagen wir, wir wollen das ins interne Netz weiterschieben, die gewaschenen Daten. Ja? Also wir wollen die unbekannten Daten, die wir gerade von irgendjemandem auf der Messe bekommen haben, auf dem USB-Stick, die wollen wir jetzt waschen und ins interne Netz bringen. Okay. Jetzt sehen wir, hier oben steht noch so eine Vorgangs-ID, die können wir editieren, weil ja, wir vergeben hier eine eindeutige Nummer, aber die ist nicht memotechnisch. Ja. Also wir können jetzt hier zum Beispiel sagen,
Mainz, ja? Ja. Und dann wählen wir die Daten aus, die wir nehmen wollen. Ja, wir können jetzt sagen, wir wollen den ganzen Datenträger auswählen. Ja, wir können auch draufschauen. Und beim Draufschauen stellen wir schon fest, jetzt die Kundenumgebung, die wir hier darstellen, sagt, Executables will ich gar nicht annehmen. Ah. Also wir können von vornherein sagen, bestimmte Datentypen wollen wir gar nicht. Ja. Ja? Und dann kann der Nutzer, der das macht, auch sagen, nö, also das will ich eigentlich nicht und das will ich jetzt auch nicht haben. Und dann, vielleicht schauen wir nochmal auf diese Videodaten, dann sehe ich hier, ich habe verschiedene Videoformate. Ja. Und jetzt kann ich hergehen und kann sagen, ja, leg los. Ne? Und was wir jetzt tun ist, technisch gesprochen, Sie stellen sich vor, Sie nehmen 13 CPUs, 14 Festplatten. Mhm. Jede CPU hat eine Fähigkeit. Mhm. Also analysieren von Word-Dokumenten zum Beispiel. Mhm. Ja? Und die erste Fähigkeit ist jetzt, ich kopiere von dem USB-Stick und sage, jetzt kann der USB-Stick weggehen, sodass der USB-Stick meine Infrastruktur nicht mehr infiltrieren kann. Okay. Sie sehen, hier steht wieder, bitte Eingaben, Datenträger entfernen. Jetzt entferne ich und jetzt läuft das Ding erst los. Ja? Ah, damit so wenig Zeit wie möglich der USB-Stick eigentlich angeschlossen ist. Damit während meine Wäsche läuft, kein Handy angeschlossen ist, kein USB-Stick dran steckt, also nichts Fremdes da ist. Ja? Okay. Und jetzt gehe ich quasi her und sage, die erste CPU macht ihre Tätigkeit, was auch immer das ist, Makros erkennen. Die zweite kommt, macht ihre Tätigkeit und immer ist eine Platte dazwischen. Also ich habe eine Fähigkeit, links lesen, rechts schreiben. Mhm. Übergebe dadurch an die nächste Fähigkeit, links lesen, rechts schreiben. Mhm. Das mache ich über meine 13 CPUs und irgendwann fällt mir hinten das Zeug alles raus und sagt, das ist jetzt alles gewaschen. Ah, okay. Ja, so einfach ist es und das, was gewaschen ist, das ist jetzt alles auf meinem... Okay. Share, wo ich es mir jetzt anschauen kann. Und wenn man da dann eben weiter einsteigt, dann kann man sehen, aha, okay, wo liegt das? Ja? Das ist mein Clean-Bereich, also das ist der saubere Bereich. Ja. Da ist der Vorgang, den ich gerade angelegt habe. Ja, dann kann ich jetzt draufklicken. Und das sind die Dokumente, die ich jetzt gewaschen habe. Und jetzt schaue ich mir so ein Dokument mal an. Jetzt sehe ich hier, da war ein Executable drin. Okay. Jetzt haben wir quasi das Bildchen von dem Icon, ja, haben wir übernommen, aber wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, passiert natürlich nichts mehr. Ja. Und wenn ich mir das wieder anschaue, dann stelle ich fest, aha, im Namen stand drin, das war ein Word-Dokument, aber ich habe ein PDF draus gemacht. Das heißt, meine Konfiguration von dem System sagt, immer dann, wenn ein Executable in einem Word-Dokument drin ist, dann will ich das Dokument nicht ablehnen, was eine andere Software eben täte, ein Antivirus wird sagen, oh, Vorsicht, Vorsicht, lass uns das gleich löschen. Ja. Und wir gehen her und sagen, nein, wir können mehr machen, wir können dem Benutzer anbieten, dass er alles sieht, was drin ist, sogar das Icon von dem Executable, aber er kann das Executable nicht ausführen, weil das haben wir rausgewaschen. Das ist wohl sinnvoll, alles klar. Sehr vielen Dank für die Vorführung. Ich wünsche Ihnen noch sehr viel Erfolg auf der Hannover Messe weiterhin und viel Spaß vor allen Dingen auch und bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Viel Erfolg. Tschüss. Danke. Tschüss.